Heute haben wir erfahren, dass der oberste Gerichtshof im Iran das Todesurteil gegen Mohammed Gobadlu aufrechterhält. Das ist eine Schreckensbotschaft, insbesondere für die Familie von Mohammed. Und ich möchte mein tiefes Mitgefühl raussenden und gleichzeitig auch eine Botschaft an die Menschen im Iran senden, dass wir solidarisch sind und dass wir weiter dafür kämpfen, dass die unrechtmäßigen Urteile endlich aufgehoben werden und dass die politischen Gefangenen freikommen. Eine andere wichtige Sache über Mohammed. Mohammed ist schwerst psychisch krank, wie wir heute erfahren haben. Deshalb ist er besonders schutzbedürftig. Er muss dringend aus der Haft entlassen werden und er muss Zugang zu ärztlicher Versorgung bekommen und zu seinen Anwälten. Vielen Dank. Bitte teilt dieses Video und macht auf das Schicksal von Mohammed aufmerksam. Ich danke euch.